Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play World of Tanks live. Ja, ihr seht richtig, ich spiele wieder selber für euch und heute habe ich mir mal einen schweren Panzer ausgesucht, der eigentlich kein schwerer Panzer ist. Letzte Woche gab es noch den Super Pershing, ein mittlerer Panzer, der ein schwerer Panzer ist. Hier jetzt ein schwerer Panzer, der eigentlich ein mittlerer Panzer sein müsste, und zwar der FCM 50 Tonner. Ja, der Panzer, wie gesagt, der ist 50 Tonnen schwer. Hat 1000 PS, ist unglaublich agil, also vom Movement und so. Da ist er wirklich deutlich näher am Medium dran. Und auch von der Panzerung her, weil da hat er einfach nicht viel. Aber wenn man jetzt mal hier sieht, der IS-3, der jetzt unter den schweren Panzern kein immobiler Panzer ist, den fahren wir einfach mal ganz einfach da weg. Und den Cromwell wiederum, den kommen wir gut nach. Also, der FCM für Fans von schweren Panzern wohl eher kein Favorit. Und auch natürlich noch nebenbei dazu gesagt, hier haben wir ein verbessertes Matchmaking. Ja, das heißt, er kommt höchstens in Tier 9 Gefechte. Und das ist ja auch immer ganz nett nebenbei noch mitzunehmen. Von wo wurde ich jetzt echt vom E25 aufgemacht? So, soll uns aber nicht stören. Die Art, die sollte hier auch noch nicht wirklich nerven können. Dementsprechend fahren wir hier mal weiter. Normalerweise fahre ich eher in die Mitte, aber ich dachte mir und hatte, das machen mittlerweile so viele. Der Berg ist mittlerweile die weniger bespielte Position und dementsprechend da der Hintergrund. Der Cromwell unglaublich aggressiv. Also so drauf zu fahren, muss ich sagen, joa, das ist riskant. Na, hat man gesehen, das Risiko ging in dem Fall nicht auf. Und da ein Wirkungstreffer, aber mehr auch nicht. Muss aufpassen, bin da offen. Ah, Entschuldigung, Wirkungstreffer ist natürlich ein Hit gewesen. Mea culpa. Der A43 auch sehr aggressiv. Der sollte da zurückfahren, dass die da mal hochkommen, die Jungs. Jetzt werden sie von unten gerusht, denn jetzt denke ich mal, dem E25 wird es nichts weiter übrig bleiben, als da zu kommen. Aber sieht wohl doch nicht so aus, also fahren wir mal darüber und helfen dann da aus. Oh nee. So, jetzt lassen wir die mal machen, bis sie hier rüberkommen. Weil ansonsten werden die jetzt nämlich eh gleich gefrackt. Ja, da ist der Erste. Der ging voll durch ihre Panzerung. Unser Fahrer wurde getötet. Wir können uns kaum so, Fahrer weg. Reparieren und weiter geht's. Da hinten, da geht schon einer für die Arti, würde ich mal vermuten sogar. Und wir fahren jetzt mit unseren ganzen 1000 PS mal da den Hügel runter. Da sind wir dann auch dementsprechend schnell. Und zack, über die Düne. Und weiter. Und jetzt würde ich gerne den Jungs da ein bisschen ins Heck fallen. Das ist das, was ich gerne machen würde. Ich denke, der Herr VK denkt sich da das gleiche und hat auch den gleichen Plan. So. Aufpassen, wieder auf die Arti. Da wird heftigst geklickt. So. Da ist der mal weg. Und natürlich die Arte jetzt auf mich. Schön, eigentlich eine sehr genaue Kanone. So. Da konnte man nochmal einen ansetzen.
So, und jetzt haben wir hier das Problem des Jagdtigers, aber der wird jetzt gleich von hinten genommen. Und da können wir ihm seitlich noch eine geben. Und da wird er zerstört. So, und jetzt da die letzten Reste hier vorne. Erster Hit. Ah, bleiben 51 stehen. Und gewonnen! Ja! Ich glaube, das war ein gefühlt sehr unaufgeregtes Spiel. Wir hatten aber doch den ein oder anderen Abpraller, wir hatten doch die ein oder andere brenzlige Situation und es war eine solide Runde und das ist ja das Wichtigste. Die Gameplays, die Liveplays, die sind ja jetzt nicht so vom Schaden her wie die Replays, sondern man hat ein in Anführungszeichen normaleres Spiel. Aber, und man sieht, der FCM, der bringt einem schon gut Credits ein, also sind wir mal vom Schaden und von den XP auf dem ersten Platz gerutscht. Und wir können 80.000 Credits für uns verbuchen. Der abgewehrte Schaden durch Panzerung 270, naja, aber 1658 auch ermöglicht. Und das muss man schon sagen, ist nicht wenig. Also alles in allem eine sehr solide Runde. FCM 50T für mich nach wie vor ein Panzer, den man sehr gut und gerne spielen kann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute bei World of Tanks. Euer Alcaramba.